Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla hier auf dem Channel. Und ich hatte ja gesagt, ich mache eine kurze Trinkpause und dann geht's direkt weiter, aber es hat sich rausgestellt, dass ich gelesen habe, es gibt ein neues Update und dann dachte ich mir, ja, die Folgen reichen noch bis dahin, noch locker übrigens. Und dann lädst du das mal, deinstallierst das Spiel komplett und lädst es komplett runter. Das mit der schnellen Internetleitung hier kriege ich das relativ schnell hin, immer wenn es ein Update gibt. Fahre ich das ganze Spiel mit den gesamten Daten einmal vom Rechner runter und dann wieder neu drauf. Kann ja nicht schaden, ne? So, und dann spielen wir jetzt mal hier in einer frischen Aufnahme und da hinten geht's weiter. Ich würde sagen, da laufen wir mal schnell hin, da brauchen wir jetzt extra nicht. Müssen wir da ein Pferd für holen? Auf jeden Fall immer nur das, was wir haben. Finde ich irgendwie besser, passt besser zur Ausrüstung. Ja. Müssen mal gucken. So, okay, da vorne geht. Soll ich mich verarschen? Da geht's hin. So, ich kann ja mal sprinten. So. Was haben sie dir gesagt, als sie dich ins Exil schickten? Hä? Ach, nur Unsinn. Ich hörte Schreie und wachte auf. Pass auf. Da griff mich ein Mann und sagte, ich sei eine Gefahr für meinen Vater. Kann der auch? Pferdemist. Komm schon. Persischen Soldaten fesselten mich, brachten mich mit verbundenen Augen zum Base und sagten plump, fang woanders neu an oder stirb in Lincolnish hier. Was meinten sie damit? Ach, irgendwas von wegen, ich würde für seinen Tod beten, weil ich ihn beerben wolle. Sprich die Wahrheit, Hunwald. Ich kann nur helfen, wenn ich alles weiß. Du hegst keinen Groll gegen deinen Vater? Mitnichten? Nein. Ich vermute, dass mein Exil von ganz oben befohlen wurde. Vielleicht war es einer der letzten Befehle von Burkhardt. Das würde mich überraschen. Was ist jetzt los? Egal. Weiter geht's. Das würde mich überraschen. Burkhardt hat bis zum Schluss Krieg gegen die Dänen geführt. Er hatte viel größere Probleme. Das mag stimmen. Er hatte andere Sorgen. Dann muss es König Elfred gewesen sein. König Elfred von Westsexe? Das ist ein ganz anderes. Moin! Und quell all meiner großen Sorgen. Oh, das tat weh, glaube ich. Das brennt zurück. Das ging daneben. So, was hast du jetzt davon? So nämlich. Komm schon schnell, dann können wir noch R drücken. Ah, verdammt. So. Noch. Noch Fragen wollte ich gerade sagen, aber jetzt habe ich komischerweise Fragen. Hinten diese Fähigkeit können wir uns mal schnell holen. Um ehrlich zu sein. 130 Meter. Meter mit Ä. Entschuldigung. Der kam gerade so völlig aus dem Nichts. So, warte. Wir gehen da oben mal schnell hin. Moment. Hier. Einmal flotter hoch. Lincolne, ja. Und auch Abraham Lincoln kam da später auch, ja. So, warte mal hier. Schade. Lass mich raten. Wo ist das denn? Ist das das Goldene da vorne? Ich gehe hier mal hoch. Ich gehe hier mal nicht hoch. Ach, guck mal. Überall mercische Wachen. Mir nach. Geht's hier? Sie wurde wohl verriegelt. Nicht rein. Ja. Ich gehe mal oben drauf. Diese Stadt war dein Zuhause? Ich glaube, wir müssen den Untertitel lesen gerade. Toll. Das wollte ich auch schon immer mal machen. Guck mal hier. Das machen wir mal ganz schnell. Ist hier was drin, ne? Wieso stehen wir auf einmal auf? Da unten ist das drin, pass auf. Kann man noch von oben rein? Ich hoffe mal. Da unten ist auf jeden Fall eine Tür, wo man Schlüssel... Na, von oben kommt man nicht rein. Wäre ja sonst auch zu einfach. So, jetzt ist die Frage, wer hat den Schlitzel? Oder wo liegt der? Hier unten irgendwo. Irgendwo. Mit Öl.
Könnt das hier durchführen? Jawohl. Hier ist noch keiner drinne. Aha. Hat aber wer gehört. Wait, können wir die Wand wegsprengen einfach? Ah ja, hier. Mein Gott. Richtig schwer einfach die Aufgabe. Pass auf. Hier. Diesmal will ich noch höher werfen, weil ich dahin gezielt habe. Das ist ja gar nicht so optimal. Jetzt warten, bis hier alles ausgebrannt ist. So. Nicht zu voreilig, Kollege. Ich muss sicher noch. Ja, genau. Heulen kannst du beim Beten. Wir sind noch nicht drin. Was? Ach, das ist draußen. Okay. Wie ging es deinem Vater denn zuletzt? Das ist gerade für den Dialog nicht so gut. Komisch, dass hier drinnen keiner ist. So. Moin. Ah. Durchschlagender Schuss. Aha, pass auf. Hier. Da. Schieße einen Pfeil mit genug Kraft ab, um beinahe Hindernisse zu durchschlagen. Verbesserung. Der Schaden wird für jeden Gegner, den der Pfeil durchschlägt, multipliziert. Aha, aha. Okay. Schön, haben wir das auch mal. Was ist hier? Was ist denn jetzt? Ist das vom Update? Ding, 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 ding. Oh, wir haben noch 2 Punkte, sehe ich gerade. Wo kommen die denn her? Das ist interesting. Wollen wir die eigentlich mal automatisch verteilen lassen? Hätte ich irgendwie Bock drauf, das mal zu machen. Lass dich vom Schicksal leiten. Alle nicht verbrauchten Fähigkeitspunkte werden automatisch verteilt. Alles kann jederzeit neu verteilt werden. Ja, sieht man hier unten auch. Ich würde sagen, wir machen das mal aktiv. So, zack. Dann wird da alles automatisch mal verteilt. Finde ich irgendwie praktischer. Weißt du, wenn da alles automatisch schon verbraten wird, müssen wir uns da jetzt nicht mehr drum kümmern. Auch wenn da manche Sachen vielleicht bei sind, die man früher haben will als andere. Aber ganz ehrlich, geheimnisvolle Nachricht. Schön. Wie gesagt, nochmal für Leute, die, falls ich ihren neuen Zuschauer erwische, ja, erstmal erwischt. Ach, deswegen haben wir die. Okay. Falls ich hier einen neuen Zuschauer erwische, ich lese immer nur Sachen vor, die Story-relevant sind, ja, sonst halten wir uns mit der Leserei immer auf. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal wieder hier zu ihm zurück. Das geht hier lang. Dafür geht man da lang, würde ich sagen. So, hier. Zack. Dann ging das hier raus, ne? Jawohl. Kann ich auf den Baum? Kann ich sie ja nicht... Nein. Hier kann ich. Guck mal. Guck mal. So. Wieso? Eben war es noch da hinten. Da wollen wir uns verarschen. Okay. Achso, der hat nur ein paar zu viele. Jetzt ist die Mission wieder da hinten. Sag mal, wo ist denn der Typ? Hatte er eine hohe Meinung von dir? Oh ja, in der Tat. Die Taner und Geistlichen von Lindhorst hier eher nicht. Aber sie haben mich auch nie wirklich kennengelernt. Hä? Ist er noch hier unten? Warte mal. Ah ja. Pass auf. Dann gehen wir einfach vorne durch. Ist mir jetzt zu blöd. Alles zu einfach. Pass auf hier. Eigentlich nur das Buch holen. Haben wir ja auch gemacht. So. Mischtownsgebiet. Was hier passiert ist, will ich auch nicht wissen, um ehrlich zu sein, aber ist auch egal. So, jetzt laufen wir mal normal. Ist auf Dauer, glaube ich. Ist der hinter mir? Jawohl. Alles klar. Das ist ja gut. Natürlich.
Dann gehen wir einfach hinter denen lang. Hier so, pass auf, zack. Zack. Egal. So, weiter geht's. Dänen werden hier nicht gerade willkommen geheißen. Das da oben ist gar nicht so optimal. Wo geht denn hier rein? Da. Clint, ich muss auf die andere Seite. Fick dich doch. Jede Scheißtür klemmt, Alter, ey. Wie kommen die Leute, die da drinnen sind, denn da überhaupt wieder raus? Wie kommen da Leute überhaupt rein, wenn die nicht gerade so wie wir hier unterwegs sind? Das ist ja mal die Frage. Wait. Jetzt kommt er mir hinterhergeschissen, weißt du, eben bei der scheiß Mauer. Da kommt er mir kein Millimeter hinterher. Geh mal hier runter. So. Hier sollte ich vorsichtig sein. Der da oben, pass auf. Ist mir jetzt egal. Zack. Merkt sowieso keiner. Jetzt hier hoffentlich, hier ist die... Nein. Ne. Ja. Nein. Oh. Ha. Wo ist denn der jetzt? Hallo. Will sich verarschen? Der... Wer ist er eigentlich? Oder müssen wir einen Stockwerk tiefer? Das kann natürlich auch sein. Ah ja, hier, guck mal, die Tür war das. Das nehmen wir natürlich noch mit. Unwalds Gedicht, ganz tolle Sachen, braucht noch kein Mensch. Ah, so, jetzt. Unwald, Gott sei Dank, du lebst! Ja, mein lieber Regenhaare, an Leib und Seele unversehrt. Sag meinem Vater, sein Sohn ist zurück, und zwar kampfbereit. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Es tut mir leid, aber dein Vater wurde fortgebracht. Fort? Wann? Schon vor Wochen, Lord. Er war wirklich sehr krank, als sie ihn wegbrachten. Ich wünschte, ich wüsste mehr. Wer brachte den Aldermann fort? Soldaten oder Geistliche? Es waren Männer mit Schwertern und auch Männer Gottes. Und eine Heilerin, die öfter im Hause zu Gast war. Galwüner. Eine der Schwestern, der mein Vater sehr vertraute. Er hat immer noch Freunde in Linkolne. Ein gutes Zeichen. Unter anderem Bischof Herefried. Er hielt Nachtwache im Gemeindesaal und kümmerte sich um alles, in Abwesenheit deines Vaters. Werden wir Ärger bekommen im Gemeindesaal? Ihr meint Soldaten und so weiter? Ja, dort sind nun viele, viele mehr, seit dein Vater nicht mehr zugegen ist. Gut, dann bleiben wir besser unentdeckt. Ja, sehr tolle Nachrichten. Wer war das denn? Regenhaare? Er gehört quasi zum Inventar unseres Hauses. Treu bis zum Schluss. Er kümmert sich um alles und kannte mich schon als kleinen Jungen in Windeln. Ein einfacher Mann. Nein! Diese Steuerung. Geh doch einfach doch nicht dahin, Mensch. Du sollst den verfickten Pfeiler hoch. Sag mal, hey, ich krieg hier einen zu viel. Hat hier einen im Tee oder was ist los? Dann latsche ich jemand den vorbei, ist mir egal. Mein Gott, nicht in mir lang. Ich muss mich in Acht nehmen. Mädchen. Oh. Tschüss. Schön war es gewesen. So, hier. Ding, ding, ding. Lass mich raten. Oh, hier komme ich hoch. Mein Gott. Er mit Sicherheit nicht, oder? Wo ist denn der schon? Ist mir auch egal. So, da vorne. Ging tief. So. Ja. Hä? Och
Na, jetzt latscht der da hinten noch rum, Alter. Bewegt den fetten Arsch hierher. Der läuft noch nicht mal. Guck mal, 37 Meter die ganze Zeit. Oh, das ist nervig mit dem Typen. Jetzt soll ich wieder dahin? Pass auf. Ja, siehst du, jetzt... Ah. Bleib näher! Mann! Ist der Typ nervig. Wieso kann er mich nicht einfach hinterher latschen? Meine Güte, ey. So eine Mauer, das kriegt doch wirklich jeder hin. Entschuldigung. Nein. Hier. Sieht voll leer aus hier. So, jetzt. Ich will hier noch mehr. Geht's denn überhaupt offiziell rein? Das wäre ja mal viel interessanter. Okay, bis die hier rüber gelatscht ist, braucht sie 5000 Jahre. Moment. Ich glaube hier vorne. Hör vorne. Hör macht auch Musik. So. Da ist er doch. Na gut, so wie der läuft, ist er morgen auch noch nicht da. Wait, das ist der gar nicht. Toll. Springen. Das wäre nicht so optimal. Ja. So, jetzt aber hier. Meine Güte, nee. Sag mal. Wo packen die sich denn alle hin? Scheiß Geistige. So. Nein, hier. Pass auf. Ganz einfach. Wir nehmen den Nebeneingang einfach. Lincoln ist wohl ein guter Ort zum Handeln. Ist das so? Der Markt strotzt nur so vor Gütern. Ja, wahrscheinlich. Als ich klein war, hat es uns im Haus meines Vaters an nichts gemangelt. Brot und Geflügel und Feldfrüchte aller Art. Sicher haben unsere Bediensteten das okay, hier ich sprinte. Lincoln war gesegnet und damit... Hat wohl nichts gebracht. Hey, ich hab Kuh gedrückt. Eindringling! Na los, kommt hierher! Fort mit dir! Hey, ich hab schon wieder Kuh gedrückt. Leck mich doch! So, jetzt aber hier. Das kommt davon. Bist mal ordentlich eingebraten hier. Reiß dich auf! Schubst das Vögelchen vom Dach! Vom Dach. Wir stehen hier auf dem Boden. Wo willst du denn hin? Bleib stärker. So. Sicher haben unsere Bediensteten das hier eingekauft. Lincoln war gesegnet und damit auch wir. Wie oft hast du das Haus? Aha! Herefried! Sag Lord Hundbjörg, sein Sohn ist zurückgekehrt! Ein Glück, du bist wohl auf! Lord Hunwald. Du hättest deine Rückkehr ankündigen sollen, um diese Gewalttaten zu verhindern. Leben hätten gerettet werden können. Warum so überrascht auf meiner Rückkehr, Bischof? Sagte man, ich sei tot? Oh, schlimmer als tot. Ich muss leider von dem Gerücht berichten, du seist im Norden verschollen und würdest eine Dänin auf einem ärmlichen Gehöft pflügen. Hunwald bat mich, ihm zu helfen, und ich sagte zu. Die Gerüchte, die du gehört hast, haben nichts mit mir zu tun. Ich sorge mich nur, dass der Eigensinn von Lord Hundbjörgs Sohn ihn in Gefahr bringt, seinen Ruf irreparabel zu zerstören. Mehr nicht. Ich habe keine Zeit für Schmach und Gerüchte. Wir sind hier, um Lord Hundbjörg zu sprechen. Mehr nicht. Lord Hundbjörg ist leider fortgegangen. Wohin verriet er nicht, aber er wird sicher bald zurückkehren. Sobald der Sturm vorüber ist. Was in aller Welt soll das heißen? Welcher Sturm? Dein Vater bangte um sein Leben, Hunwald.
In seinem geschwächten Zustand konnte er sich nicht verteidigen. Schon gar nicht gegen Dänen. Wie kannst du es wagen? Eivor ist ganz ohne Tadel. Aber versteh doch, Hunwald. Du tauchst unter und plötzlich mit einer Wikingerin wieder auf und verlangst, deinen Vater zu sprechen. Das spricht aus meiner Sicht nicht für lautere Beweggründe. Hätte ich dich töten wollen, wäre der Boden bereits mit deinem Blut getränkt. So grausam, grundgütiger. Der Herr hat sicher einen Platz in seinem heiligen Plan für euch Heiden. Aber ich gestehe meine Verdutztheit. Hunwald, dein Vater war kurz in meinem Hospizium, aber er ging auf eigene Faust, ohne etwas zu sagen. Mehr wissen wir nicht. Äbtissin, wir sollten diesen jungen Lord seinen schwirrenden Gedanken überlassen. Wir haben alles gesagt, was wir sagen konnten. Pass gut auf dich auf. Bleib am besten hier, wo es sicher ist. Ich werde versuchen, etwas über deinen Vater herauszufinden. Wenn mein Vater hier im Hospizium war, könnten uns die Heilerin vielleicht weiterhelfen. Versuche, mit ihnen zu reden. Finde heraus, was sie wissen. Machen wir das mal. So, 100 Meter nur. Das geht ja noch. Ach, untertauchen steht da. Ich hab untersuchen irgendwie gelesen. So, scheiß Kirchengänger, halt's Maul. Hunwalds Vater war hier, um sich zu erholen. Vielleicht hat ihn jemand gehen sehen. Jede Scheißtür ist hier zu, ey. Zieh auf. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Ja, natürlich. Moment. Ich nehme mal kurz hier einen Aufzug. Zack. Was bringt mir das? Gar nichts. Okay. Na, vielleicht doch. Ich sehe ja irgendwo ein Fenster. Nein, hier lang. Das sieht nicht so aus. Okay. Ah, hier sieht es schon besser aus. Warte mal. Warte mal. Ach, Nase juckt. Vielleicht können wir hier eine Nase an... Vielleicht können wir hier ein Fenster einschlagen. Ah, so. Sieht gut aus. Pass auf. Dann gehen wir hier erstmal drauf. Nein. Nein, hier. So. Bist du die oberste Schwester? Ja, und es gefällt mir nicht, dass du mit Waffen herumfuchtelst. Ja. Wir sind hier im Hospizium, nicht auf dem Schlachtfeld. Schlimm genug, dass mir diese bewaffneten Schamkapseln hier nachstellen. Jetzt auch noch du. Dir und den anderen wird nichts geschehen. Ich will nur euren Aldermann finden. Wenn ich irgendetwas sage, riskiere ich meinen Kopf. Und wenn der rollt, folgen mir diese armen, kranken Menschen ins Grab. Der Aldermann würde zustimmen. Je schneller ich ihn finde, desto eher verschwinden diese lungernden Wachen aus dem Hospizium. Wie gut das wäre. Er kam in schlechtem Zustand an und wir konnten ihm kaum Linderung verschaffen. Dann tauchten plötzlich Wachen auf und brachten ihn weg, ohne mich anzuhören. Ich hörte sie über ein Badehaus reden. Es gibt aber in Linkolne kein intaktes Badehaus. Vielleicht meinten sie die alten Ruinen südlich von hier, bei der östlichen Mauer. Die Ruinen südlich von hier. Ich werde mich umsehen. Danke. Ich bete, dass du ihn findest. Er braucht dringend Hilfe. Okay. Das ist in die Richtung. Toll, hätte ich einfach hier durchgehen können. Aber gut, wäre ja sonst auch zu einfach. So, nein, jetzt klatsche ich schon wieder an die Wand da hinten. Wieso kann ich nicht einfach diesen verfickten Pfeiler hier hochgehen? Na also. Meine Güte, nee.
So. Ihr habt es gut, ihr könnt den ganzen Tag hier stehen. Und am Ende wird Steak draus gemacht. Ah, ist vielleicht auch nicht so toll. So. So. Wir hätten die Edelille nicht in unsere Tunnel lassen sollen, wenn du mich fragst. In die Tunnel? Wir denn eine Wahl? Lassen Sie uns wenigstens in Ruhe. Töten in Ihren eigenen Reihen. Nein, geh da hoch. Sie unsere Schädel nicht spalten. Sag mal, wieso geht ihr nicht auf dieses scheiß Seil drauf? Geht doch sonst auch immer. Ja. Hey. Ist das gegen wen? Was? Ich war kurz. Jetzt! Herr im Himmel, dein Gesicht. Nein! Nicht! So na, egal. Aus, oder? Pass auf. War ich doch schon richtig hier? Das nehme ich nochmal mit. Hallo. Kann ich die hier... Boah, ist das dunkel. Achso, ich dachte, hier gibt's eine Leiter, aber nein. Okay, dann eben anders. Ich zieh lieber das in tiefe Tunnel. Ist der Aldermann in ein Versteck unter den Straßen von Lincoln geflohen? Lauter ist es, der Typ müsste sich schon längst umgedreht haben. Verdammt! Ist nur er hier? Na dann. Dach! Was geht? So, das nehme ich nicht mit anscheinend. Na dann. Gut, hier ist ja erstmal keiner, dann kann ich nochmal kurz so rumlatschen. Was war das denn? Sie geht nur einen scheiß Grafikfehler. So. Hier. Da kann ich lang. Hey, hier ist ja sonst keiner außer dem Typen. So, das kann ich mit Sicherheit nicht. Genau, okay. Da oben geht es lang. Lass mich raten, wir tauchen jetzt mal eine Runde. So, Arke von Lincoln. Ah, hört sich sehr lecker an. Okay. Ist hier irgendwas Grünes gerade? Nee. Schade. Schade, schade. So, was ist hier rechts? Da steht doch wer. Ich sollte keine Aufmerksamkeit erregen. Dann gehe ich mal hier durch. So. Was ist das denn hier? Ach, ist eine Kiste, die wir mitnehmen können. Hallo. Wie heißt das? Trompetenpfifferling. Aha. Steht hier rechts wer? Ja, nur er, ne? Ja, der sieht mich sowieso nicht von da. Dann ist egal. Da vorne steht nur er. Da hinten steht noch wer, der ist egal. Sag mal, mit dem Pfeil kann ich den dann schon hier... Ja. Zack. Er hat's gesehen. Ja, natürlich. Da hinten am Arsch der Welt. Weißt du, wo der Typ steht, weißt du? Ah, wirklich doch. Sie überhaupt hin? Da oben? Wie kriege ich das hin? Was? Sind schon alle aktiv geworden? Ja, natürlich. Na, da hinten die nicht, aber... Hey, was ist denn da oben?
komme ich denn da rüber? Hab ich mich erschreckt. Kommt der auf einmal die Leiter hoch? Oh, Alter. Hier gehe ich mal lang.